Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Midnight Puppeteer, oder sollte ich eher sagen Metal Gear Solid. Scheinbar müssen wir uns jetzt hier vorbeischleichen. Gucken wir uns das doch mal an. Okay, da ist eine Wache. Das ist einer vom Jugendclub, ne? Okay. Oh Mann, okay, ich dachte schon, der dreht sich gar nicht um. Ich warte lieber. Okay. Huch! Ah! Ach, ich sehe gerade, da ist ein Weg durch das Beet. Failed. Punkt. Du hast es vermasselt. Sorry. Oh je, ich sehe schon. Ah, aber wir können ja speichern, wenn uns was gelingt. Okay, aber ich will nicht zu früh speichern. Nicht, dass ich dann so speichere, dass wir es vermasselt haben und für immer feststecken an der Stelle. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann auch nicht so gut. Okay. Da ist im Beet nämlich was rausgezupft. Okay. Oh, ich weiß nicht, wo lang. Ich gehe mal kurz hier oben lang. Vor allem, wo wollen wir überhaupt hin? Das ist überhaupt die Frage. Also das ist doch jetzt schon mal nicht schlecht. Ich speichere mal auf einen neuen... Ach, scheiße, wir haben schon alles voll. Na gut, dann gehe ich nochmal ganz an Anfang. Wo guckt denn der jetzt gerade hin? Ich weiß nicht, ob wir in das Haus wollen. Doch wahrscheinlich nicht, oder? Wir wollen doch bestimmt links lang. Hui! Oder doch hier rein. Hier ist ein Brunnen. Feuerholz. Aber hier ist gar nichts. Okay, dann müssen wir hier vielleicht doch nicht... Was? Oh! Ah, alles klar. Super. Oh! Oh. Sekunde, ich speichere nochmal. Ruhig hier drüber. Ich gehe ganz langsam hinterher. Okay. Okay, ich hoffe, der geht links lang. Na? Na? Ja. Okay. Wo geht der jetzt? Da runter? Oha. Hopp, 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 beweg dich schneller, sonst komme ich hier in Bredouille. Hä? Ah, scheiße, der da hinten, klar. Ich hätte runtergehen müssen, bestimmt. Okay. Ah, alles klar. Anscheinend beginnen wir sowieso automatisch von da wieder. Also ich muss da bei dem... jetzt komme ich durcheinander. Ich krieg das gleich hin. So. Okay. Ich habe ja eigentlich nicht immer, meistens nicht so die Geduld für diese Stealth-Passagen, aber ich krieg das schon hin. Ich reiß mich mal ausnahmsweise zusammen. So. Jetzt geht der nach unten. Hier muss ich jetzt warten. Aber ich gehe jetzt hier nach unten und warte hier. Und... Ha! Nein! Verflixt! Oh, das ist aber schwer. Was mache ich da? Oder ich drehe eine zweite Runde? Was mache ich denn da am besten? Lass mich mal überlegen. Der kommt doch dann schon bald wieder. Ich meine, ich bin ja auch schneller als die. Mal davon abgesehen. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, aber... Ganz schön schwer. So. Jetzt kommt der da hoch. Er muss in das Äußerste da wieder reingehen. Nur dann bin ich in Sicherheit. Okay. Das Problem ist halt, dass er ja so eine große Runde macht. Ich... Halt mal. Bin ich doof. Hey, halt mal. Wieso bleibt der da stehen? Hä? Komme ich hier gar nicht weiter? Das ist ja scheiße. Oh, ach so. Ich habe gerade getriggert, glaube ich, das. Nein! Oh, nee. Es lief doch so gut. Bitte nicht beim Brunnen, bitte nicht beim Brunnen. Oh, scheiße. Okay, dann muss ich speichern nächstes Mal. Darf ich nicht vergessen. Da geht's scheinbar weiter. Ich habe erst durchs Nähergehen dann getriggert, dass sie losläuft. Oh, meine Güte. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. So. Jetzt muss ich warten. Und dann war ich einfach schnell durchgerannt, glaube ich. So. Einfach hinterher, ne? Glaube ich. Hui, 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 hui. Halt.
Oh, nee. Oh, ich dachte, ich kann hier nicht speichern. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Machen wir mal hier hin. So. Jetzt warte ich erstmal. Was macht sie denn? Aha, sie guckt nach oben. Super. Sie guckt wieder nach oben. Oh, Vorsicht. Okay. Die Frage ist, was sie jetzt beim letzten Mal macht. Oh, wenn ich weggucke, sieht sie mich nicht. Oh mein Gott. Puh, meine Güte. Okay. So, jetzt müssen wir das mal beobachten. Ah, das wäre der Weg da nach links gewesen. Okay, da wären wir einfach hier in die Arme von dem Typen hier reingerannt. So, jetzt mal beobachten. Der bewegt sich ja sehr schnell. Oh je, Mine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dass sie das nicht merken, ist auch voll geil. Oh mein Gott. Nein! Oh! Scheiße. Oh, was ist das, ein Chaos. Wo fange ich jetzt an? Ne, vergessen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Das ist aber jetzt doof. Jetzt muss ich ja jedes Mal aus dem Menü das öffnen. Aber das mache ich. Ich bin doch nicht verrückt und mache den ganzen Krams nochmal, ne? Oh, oh, jetzt habe ich daneben gedrückt. Sorry. So. Keinen Fall. So. Hm. Alles klar. Ich könnte sonst... Da unten komme ich ja nicht lang, weil das ist unmöglich. Dazu ist das Intervall zu kurz. Das geht nicht. Also ich muss schon hier oben lang, würde ich sagen. Die Frage ist, wie es dann weitergeht von dort aus. Am sichersten. Damit ich nicht erwischt werde. Hm, hm, hm. Also, mal kurz gucken. Oh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ganz gut, das ist ganz gut. Okay. Oh mein Gott, wo geht der jetzt lang? Okay, super. Hahaha, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, cool. Sehr schön. Wo sind wir hier? Ich muss zurück zu diesem Anwesen. Dad, Masper, wartet auf mich. Ich komme zu euch. Sie bewegt sich von selbst übrigens. Aber das merkt man ja meistens. Es ist langsamer, wenn es automatisch läuft. Wenn ich laufen kann, ist es schneller. Halt mal, aber da ist doch Dad drin, oder? In diesem Haus. Oh nein. Och nö. Ich hasse das. Sowas ist voll gemein. Also, wirst du gehen? Bist du bereit, alter Mann? Ja, ich kenne ihre Tricks inzwischen. Selbst wenn ich es mit Übermenschen zu tun habe, ich werde mir Mario zurückholen. Was ist denn? Ich weiß nicht. Du scheinst nur irgendwie so anders zu sein als vor ein paar Stunden. Hm, da kommen mir ja fast die Tränen in die Augen. Dass ich diesen unzuverlässigen, ja, Idioten wachsen sehe. Es reicht, Masper. Wir beeilen uns jetzt. Alles klar. Hey, warte. Versteck dich, da kommt jemand. Wieso gehst du nicht wieder ins Haus? Wärst du da nicht am sichersten? Naja, nicht unbedingt. Oh nein! Hinterher! Die sind hinter Mario her. Das waren Mirren und Shun. Was machen die hier? Mario war nicht bei ihnen, denkst du? Was, wenn Mario fliehen konnte? Dann ist das unsere Chance. Wir sollten ihnen hinterher. Yay, sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Huch. Hektische Musik. Kann doch nicht sein. Ich komme nicht zurück. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wir haben unsere kleine Puppenspielerin gefunden. Oh. Ah, ich sag ja.
Der Weg, der vorher nicht ging. Ich glaube, das ist die Mobiac Farm. Kann das sein? Wo sind sie hin? Dort entlang, Masper. Die Musik ist auch cool eigentlich in dem Spiel, muss ich sagen. Oh oh. Okay. Ich glaube, da können wir drüber speichern. Okay. Ah, okay. Verfolgungsjagd. Oh mein Gott! Nicht unten lang. Was passiert, wenn ich unten lang gehe? Ah, okay, es ist einfach nur eine Sackgasse. Alles klar. Weil irgendwer hatte... Wow. Okay. Irgendwer hatte, glaube ich, geschrieben, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, während einer Verfolgungsjagd mal ein Bad End getriggert werden kann. Oh, oh, oh nein. Huch. Ach so, stimmt. Er kann sich ja unsichtbar machen. Das ist ja süß gemacht. Dann halte ich mich jetzt einfach daran, oder? An die Schilder. Boah, die ist echt... Oh, Hilfe! Hätte mich das erschlagen können? Okay, welcome to was? Ach, die Mobiac Farm, was? Ich kann es nicht lesen. On us. Keine Ahnung. Okay, unten soll es weitergehen. Ah, scheiße! Wow. Was? Scheiße! Oh Mann, oh, sorry. Ich hab's irgendwie nicht kapiert, oder? Ich hab's falsch gelesen? Oder stand's da falsch? Da muss ich echt jetzt nochmal drauf achten, ob das nur in meinem Kopf ein Problem war. So. Okay. Das ist echt cool. Oh, okay, jetzt konzentriere ich mich aber mal, ja? So geht das ja nicht. Oh, hab ich schon wieder vergessen. So, Mitte. Auf jeden Fall war es später dann die Mitte, nach diesen Schildern, genau. Egal, was jetzt auf dem Schild steht. Genau, ist voll die Verarsche. Da steht die Mitte. Da steht die Mitte. Ich bin doof. Nee, was stand da denn jetzt? Also, ich kann mich einfach nicht konzentrieren heute. Das gibt's doch nicht. So. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich gehe unten lang. Oh, Gott sei Dank. So. Hey, hey, weh. Geht weg. Nein. Wie? Cool. Och, Manu. Scheiße. Kann ich hier eigentlich auch speichern? Ah, okay, safen geht nicht. Oh. Also, wo war das jetzt da hinten gewesen? Ich war dann unten lang gegangen, ne? Und es war richtig gewesen. Sie ist so nah manchmal. Dann kann ich mir ja doch nochmal das Schild angucken, ob ich endlich das kapiere. Haha, diesmal will ich mich nicht erschrecken. Oh, sie ist so nah. Und ich habe nicht mal einen Rennen-Button. So. Also doch. Hä? Also Leute, kann es sein, dass das X woanders hinspringt oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das X springt, ne? Deswegen hatte ich Probleme, das zu sehen. So, ich gehe diesmal oben lang. Bitte lass mich in Frieden. Hui. Und hier war ich unten lang gegangen. Bitte, bitte lass mich in Ruhe. Oh, sie ist so nah. Puh, geschafft. Geht's noch weiter? Ich drück mal zur Sicherheit. Dann habe ich wahrscheinlich das Wrong End verpasst, aber ist egal. Ich hole das noch nach. Warte, Mirren. Was? Ich hatte dieses Gefühl, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir verfolgt werden. Sicherlich von den Menschen, von den Dorfbewohnern. Ohne Zweifel. Ach, wie dickköpfig die sind. Hm, denkst du, wir sollten etwas dagegen unternehmen? Die werden uns sonst bis zum Ende nerven. Na, dann sollten wir sie wohl davon abhalten. Scheiße, sie wird die Brücke kaputt machen. Ne? Oh. So, das sollte helfen. Nun lass uns gehen. Die Musik ist super. Tja, scheiße. Jetzt kommen wir da nicht rüber. Hm, was können wir denn da machen? Beeil dich, alter Mann! Oh, wie süß. Ich sterbe. So lange bin ich... Nee, so bin ich seit langem nicht mehr gerannt. Hä? Der Weg führt hier nicht mehr weiter?
Scheint, als hätten sie die Brücke runtergelassen. Oh oh, wie kommen wir denn jetzt darüber? Hey! Wow, 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 wow. Wer seid ihr alle? Wir sind aus dem Ikarugi Village. Wir jagen diesem Mann und dieser Frau hinterher und dem Mädchen im Highschool-Alter, die durchgereist sind durch unser Dorf. Sucht ihr nach Mayo? Mayo? Kennen Sie sie? Ich bin ihr Vater. Ich bin hier, um sie zu retten vor diesen Kidnappern. Komm schon, alter Mann. Dafür ist jetzt keine Zeit. Vergiss diese Typen. Lass uns... Wow, was ist das für ein Ding? Bitte, beachtet ihn gar nicht. Aber ich beachte ihn wirklich dolle. Verdammt nochmal, wie konnte das geschehen? War etwa alles, was sie gesagt hat, wahr? Und trotzdem habe ich ihr nicht geglaubt. Ich habe sie fortgeschickt. Ich habe bewirkt, dass sie fortgerannt ist. Was habe ich nur getan? Ah, bewahr dir die Selbstreflexion für später auf. Wir kommen hier nicht weiter, weil sie die Brücke runtergelassen haben. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, die Klippe zu überwinden? Es ist ein kleiner Umweg, aber es gibt einen anderen Weg, ja. Kommen Sie mit und wir werden Ihnen den Weg zeigen. Ist das auch in Ordnung? Naja, wir sind ja zum Teil verantwortlich dafür, was Ihrer Tochter momentan geschieht. Bitte, lassen Sie uns das wieder gut machen. Verstanden, vielen Dank. Momentchen mal, Pops. Mayo wird noch erwischt werden, wenn du jetzt einen Umweg gehst. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Naja, es gibt eine Sache, die du tun kannst. Schmeiß mich auf die andere Seite. Okay, alles klar. Lustigerweise habe ich da direkt dran gedacht. Warum schmeißen wir eigentlich nicht einfach Masper rüber? Masper, sobald das vorbei ist, werden wir Sushi essen gehen. Alter Mann, meinst du das wirklich? Sushi aus einem richtig guten, ja, nicht Supermarkt. Naja, damit wirst du dich wohl leider zufrieden geben müssen. Hä? Was? Hä? Ach so, ich dachte, er lässt die Brücke wieder hoch. Das war in meinem Kopf der Gedanke. Dann machen wir uns auch auf den Weg. Alles klar. Wieso hat er die Brücke nicht hochgemacht? Oder ging das nicht mehr? Wahrscheinlich ging es nicht mehr. Okay. Was ist das für ein crazy Weg hier? Momentchen mal, ja. Ja. Ich guck mal kurz, was hier... Oh, die Mobiacs. Was zur Hölle sind Mobiacs? Ich habe ja versucht, das herauszufinden, aber irgendwie habe ich nichts gefunden darüber. Voll süß. Get the photo up with Moboy. Aha, das ist sowas wie das Maskottchen scheinbar, der Mobiac Farm. Ach, alles klar, ist versperrt. Und hier oben ist ein Auto. Dann könnten wir fliehen, aber leider ist es versperrt auch. Das sind Parkplätze. Und hier geht's auch nicht weiter. Was nun? Das Tor ist versperrt. Ich muss eine andere Fluchtroute finden. Ja, wie gesagt, das Auto wäre geil, aber... Da kommen wir ja nicht lang. Ach doch! Hä? Kann ich mich hier nicht verstecken oder so? Okay, ich drücke, aber hier passiert scheinbar nichts. Nee. Okay, dann halt nicht. Kommen wir vielleicht jetzt in die Mauberg Farm? Nee, ist immer noch versperrt. Boah, habe ich mich eben innerlich kurz erschreckt vor diesem Viech hier. Ist hier noch irgendwas? Na, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich kann jetzt nicht zurück. Hä? Ach, jetzt? Da ist ein Zettel plötzlich. Ja, klar, den habe ich vorher übersehen. Okay, ein Stück Papier. Okay, der Ladeeingang. Also ist doch was beim LKW. Bestimmt ist da ein Eingang. Da gehen wir mal hin. Habe ich mir eigentlich auch gedacht, weil hier nämlich das Braune so zur Wand hinführt. Seht ihr das? Oder hier? Ja, da ist eine Tür hinter dem Truck. Die gibt ja leicht nach, diese Tür. Wenn ich hart genug dagegen drücke, geht die vielleicht auf. Ja, das machen wir natürlich mit Kraft dagegen. Yay, cool, wir sind hier drin. Super. Oh, die Musik ist ein bisschen gruselig. Eine Verkaufsmaschine und die Preise sind ziemlich hoch.
Und hier auch. Was ist das? Ah, okay, das ist ein Mülleimer für Dinge, die verbrannt werden. Für Dinge, die nicht verbrannt werden. Für Wasserflaschen. Und für Flaschen und Dosen. Ui, meine Güte, wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß nicht, ob das hier eine normale Mobiac-Farm ist oder ob das nicht eher die Zentrale des Auges der Wahrheit ist. Genau. Ich finde es nämlich sehr seltsam hier gerade. Rauchen ist im Gebäude nicht gestattet, Fotos schießen ist nicht gestattet, kein Essen und Trinken von außerhalb und auch nicht die Haustiere mitbringen. Mobiacs scheinen auf den ersten Blick ziemlich eklig auszusehen, aber die Wahrheit ist, dass sie sehr liebenswerte Kreaturen sind. Und? Hat sich deine Meinung über Mobiacs jetzt verändert? Naja, durch einen Satz bestimmt noch nicht. Ist Skitty auch auf? Ah, okay, die ist elektronisch versperrt. Ich will nur mal mir einen Überblick verschaffen hier erstmal. Piep, piep! Nur Köche sind erlaubt, diesen Raum zu betreten. Piep, piep! Bitte werden Sie ein Koch und versuchen Sie es dann wieder. Das ist ja süß. Bitte werden Sie ein Koch. Was ist das hier? Kann ich nicht nehmen? Das auch nicht? Da geht die Treppe hoch. Piep, piep! Nur Hausmeister sind erlaubt, diesen Raum zu betreten. Piep, piep! Bitte werden Sie ein Hausmeister und versuchen Sie es erneut. Okay. Und was hier? Ach, das könnte auch der normale Eingang sein. Oder können Sie ja zumindest mal sagen, ich komme hier nicht rein. Es ist versperrt. Geil. Okay, das sieht aus wie so Handyanhänger und Schlüsselanhänger und anderes Sammelkrams halt, so Merchandise. Und das ist ein Kuscheltier. Und hier ist dieses Viech. Anders kann ich es nicht nennen. Ein Mülleimer. Das ist ein Kühlschrank. Oder, nee, mehr als ein Kühlschrank, ne? Das ist ja Eis. Also das ist eine Gefriertruhe sozusagen. Hier sind so Flyer von der Mobiac Farm. Und das ist ein Stempel für eine Stempelrallye. Und da ist Mobiac Fleisch. Und was haben wir hier so? Mobiac Milchpudding, 1500 Yen. Potato Chips, also Chips. Schokolade, Brötchen, sowas. Zimt, Kekse und Kuchen. Und was ist das hier? Ey, ich hoffe, dass es am Ende nicht voll krass ist, was in Wirklichkeit diese Mobiacs sind oder so. Vielleicht voll was krasses. Ich bin echt gespannt. Marmelade und Säfte von Mobiacs und ja. Haben wir hier noch was? Was ist denn da? Da hängt doch was dran. Eine Kasse. Ich finde, es sieht aus, als würde da was hängen. Huch. Ich guck nochmal von vorne. Komisch, seht ihr das? Aber anscheinend kann man das nicht einsammeln. Okay. Gruselig. Na gut, ihr Lieben, ich werde jetzt erstmal speichern und dann schauen wir uns diese sehr seltsame Mobiac-Farm in der nächsten Folge weiter an. Ich bin mir sicher, die birgt noch ein großes Geheimnis. Ist zumindest meine Vermutung. Ich meine, ist auch verdächtig, dass sie völlig leer ist, oder? Na gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.